Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute habe ich geplant, machen wir mal unsere erste Spezialtransporttour. Am liebsten noch nicht allzu lange. Großreifen von Kingman. Flagstaff, Arizona. Oder von Clovis. Nach Hoops. Über Roswell runter nach Hoops. Wir nehmen mal das obere hier. Ah, da wird noch kurz geschaut, ob alles gut ist mit der Ladung. Natürlich schön bei Nacht, wie soll es auch anders sein. Und sogar das Fernsehteam ist hier. Ja, ist schon ein bisschen Monster. Und ziemlich breit und lang. Du beabsichtigst, einen Spezialtransport auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporte wie dieser halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solche Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Richte besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes. Vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit dem Begleitfahrzeug und halte die Fracht zwischen ihnen, weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholende Verkehr und Spurwechselmanöver. Das Manöver geht vom hinteren Begleitfahrzeug aus, das auf die vorgesehene Spur wechselt und sie blockiert. Das vordere Begleitfahrzeug wartet, bis die vorgesehene Spur frei ist und wechselt dann ebenfalls die Spur. Dann ist es sicher für dich, auf die vorhergesehene Spur zu wechseln. Befolgst du diese Regeln nicht, könnte dein Spezialauftrag scheitern. Okay. Aber erstmal wieder den Sitz einstellen. Mehr FOV ist immer gut. So. Time to hit the road. Kein Navi haben wir. Das ist doch schon mal gut. Mal kurz schauen von außen. Oh ja. Das könnte lustig werden heute. Dann geht's los. Wir fahren 211 Meilen, 4 Stunden 45. Und wie gesagt, in der Nacht ist natürlich noch ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn die Seiten da nicht beleuchtet sind, merke ich gerade. Was haben wir hier schon, das erste Hindernis? Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, soweit. Also mir fehlt ein bisschen die Beleuchtung an der Ladung irgendwie. Aber gut. Wenn das unser kleines Problem ist und die Polizei dann nichts dazu sagt, ist das nicht mein Problem. Schön, dass er hier im Weg steht.
Vielleicht schalte ich das mal aus. Offensichtlich ist es hier sogar noch empfindlicher. Aber sieht cool aus mit den Polizeiautos und den Lichtern. Nur auch weird, dass wir keine Rundumleuchte haben. Aber ich meine, der Truck wurde uns ja gestellt, von daher kann ich da nichts dafür. Okay, sorry, das stelle ich kurz hier mal aus, weil hier geht das gar nicht. Wo haben wir das? Ist das der Notbremsassistent? Könnte sein. Mal schauen. Das geht ja echt nicht, wenn das die ganze Zeit meckert. Ich meine, wir fahren hier halbwegs normal. Mit einem guten Abstand zum Begleitfahrzeug vorne hin. Eigentlich muss ich ungefähr auf der Linie fahren, damit wir hier nicht allzu sehr raus auf die andere Spur stecken. So. Ich glaube, theoretisch würde man jetzt in Real Life eigentlich beide Spuren einnehmen, weil die Ladung so breit ist. Falls irgendwas auf dem Standstreifen wäre, hätten wir genug Platz. Aber hier im Spiel ist das nicht so. Hier werden einfach am laufenden Band überholt. Okay, 21 Uhr abends gleich. Also wird die Nacht wahrscheinlich noch dunkler. Schätze ich einfach mal. Go straight. Okay, jetzt wird's. Wird's weird. Und gleich kommt noch ein Bahnübergang. Jetzt muss ein bisschen vorsichtiger rüberfahren.
jetzt mal so frech und nehmen beide Spuren hier ein, weil rechts ist es manchmal doch ein bisschen eng mit diesen Schildern, Zäunen und so weiter, die hier kommen. Und jetzt wird es sowieso noch eng wahrscheinlich. Ne, falsch. Hat das Schild falsch interpretiert. Können wir wieder auch machen. Da ich so ziemlich auf dem Rüttelstreifen fahre, hier rechts, dann wackelt der LKW natürlich sehr. Das merkt man auch am Lenkrad. Aber es geht zum Glück noch. Ist nicht allzu schlimm. Meilen. Hier kurz mal ein Foto, um ein gutes Thumbnail zu haben. So, kurz ein Foto gemacht. Schön mit der Polizei im Vordergrund. Und weiter geht's. Ich glaube, die Ladung ist hier nicht allzu schwer, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, okay. Fast 190 Pounds. Doch ein bisschen schwerer als gedacht. Aber der LKW hier zieht eigentlich noch ziemlich gut an, wenn es bergauf geht. Was ich erstaunlich finde. Wir fahren natürlich hier auch nicht unbedingt zu schnell, also wir fahren 40 Meilen oder dürfen 40 Meilen fahren. Was nicht allzu schnell ist. Also 65 km/h sind es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Bis nah dran. Was der irgendwie eine Vollbremsung machen muss oder so, brauchen wir ein bisschen mehr Platz, um reagieren zu können. Es wäre noch cool, wenn SCS-Software hier so Funksprüche einbauen würde. Zum Beispiel, wenn ein LKW oder ein Bus einen überholen würde, dass der Hintermann uns sagt, Achtung, einer überholt uns. Wäre noch cool. Ein cooles Detail wäre das. Okay, jetzt geht es dann gleich rechts runter auf die Bahn. Ich hatte gerade ein bisschen Angst um das Schild. Und hier müssten sie eigentlich sowieso die ganze Bahn dicht machen, weil es hier wirklich sehr eng ist, sonst rechts. Und jetzt geht es da runter. Da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Platz.
machen das lieber langsam und gediegen. Als schnell und unüberlegt. Allerdings geht das eigentlich noch ziemlich gut klar hier, wie es aussieht. Also der Trailer folgt eigentlich ziemlich schön. Auch das Dolly da hinten. Oder Booster oder... ja, irgend sowas. Sehr schön. Und wir haben freie Bahn. Danke sehr, Herr Officer. Gleich werden wir wahrscheinlich ziemlich in vielen Fahrzeugen überholt, wenn die Polizei sie durchlässt. Wir sind in Roswell wieder mal. Sind wir auch schon durchgefahren. Aber jetzt geht's eben weiter. Go straight. Schon ein großes Privileg, durch rote Ampel fahren zu dürfen. Spezieller Markt. Go straight. Unsere erste rote Ampel so gesehen, bei der wir warten müssen. Ich glaube, man kann auch noch die Mulde transportieren und die Räder dazu. Und bringen wir das Teil eigentlich hin? Steht jetzt gar nicht dabei. Weird. Einmal quer durch Roswell durch. Go straight. Auch knapp 100 Meilen. Gibt es auf jeden Fall noch ein Foto zum Entdecken, eine Filmsequenz und ein Fragezeichen. Müssen wir uns mal merken. Und dann ein bisschen stuck. Ich glaube, wir machen hier ein bisschen Chaos in der Stadt. Und weil die stuck sind, fährt jetzt niemand anderes natürlich. Doof. Ich hoffe, unsere Spur fährt dann gleich los, hoffentlich. Wenn es grün wird. Ansonsten haben wir ein Problem.
kein Glück gehabt. Oder zu früh gefreut. Ja. Wollen sie fahren oder nicht? Sie fahren. Na, sie fahren doch nicht. Doch, sie fahren, ja. Doch. Glück gehabt. Die zwei haben sich ein bisschen hier verkeilt. Danke sehr, Herr Officer. Ich merke schon, hier ist sehr viel Stuff mit Aliens unterwegs. Kann sein, dass hier in der Nähe die Area 51 ist. Roswell. Obwohl, nee, die Area 51 ist doch in... Nicht in Arizona, in Nevada. Glaube ich. Nicht in New Mexico. Straight. Wir brauchen nachher mal ein bisschen einen Tapetenwechsel. Also sprich, ein bisschen grünere Landschaft irgendwie. Hier ist alles sehr blass und grau, wüstenmäßig, sandig, steinig. Da würde ich sagen, gehen wir mit der nächsten Tour dann Richtung... von Las Vegas aus eben so Richtung San Francisco, Los Angeles, so in diese Richtung, Washington, also Staat Washington. Und dann nach links oben, so in diese Richtung würde ich sagen. Weil hier ist halt doch sehr karg. Erster Aufenthalt in Artesia. Stand da gerade was und ich hab's weggedrückt. Okay, wir fahren auf jeden Fall noch weiter, noch 68 Meilen. Wahrscheinlich wir gleich einen Spurwechsel gemacht, weil wir da links abbiegen müssen. Da komme ich niemals durch. Wenn da links der LKW steht und rechts die Ampel ist. Oder ist der gerade über Rot gefahren? Die Ampel ist ja noch rot. Weird. Kann gut möglich sein, dass der über Rot gefahren ist.
Spurwechselmanöver steht bevor, Geschwindigkeit anpassen, um Kollision zu vermeiden. Auf was warten wir jetzt hier? Dass ich vorbeifahre? Fragezeichen. Vielleicht. Natürlich. Das vordere Begleitfahrzeug waren andere Verkehrsteilnehmer, passen sie ihre Geschwindigkeit zur Vermeidung an. Ist natürlich sehr schön, dass wir jetzt hier unglaublich knapp da vorbeifahren sollen. Das ist schlecht geplant. Vor allem haben wir jetzt hier einen Truck und rechts das Schild. Zum Schild haben wir noch mehr Platz. Fahrt doch einfach normal weiter. Jetzt kommt hier das Schild. Okay, da sind wir vorbei. Was für ein Chaos wir hier anstiften. Okay, der ist so weit nach vorne gefahren. Okay. Na dann. Wenn Sie meinen, dass das nötig ist. War es aber echt irgendwie doof geplant, dass die anderen da stehen bleiben sollen. Und wir vorbeifahren. Ja, ich bin dazwischen. Du musst doch auch ein bisschen mitdenken. Die Spur wird jetzt kleiner auf eine Spur jeweils in Fahrtrichtung. Das heißt, es könnte mit dem Gegenverkehr ein bisschen wild werden. Ich versuche da mein Bestes zu machen. Vor allem in den Kurven müssen wir ein bisschen aufpassen. Und auch wegen der Leitplanke rechts. Noch mal ein bisschen mehr anspruchsvoller, wenn man da auf einer Landstraße fährt. Eben sieht man einfach gar nichts da rechts. Im Spiegel.
Das war ein bisschen spät. Aber wenigstens machen sie Platz. Vielleicht kommt eine scharfe Rechtskurve. Get ready to turn right. Vor dem Polizeiauto. Turn right. Perfekt, wollte ich schon sagen, wie du da stehen bleibst. Aber trotzdem machst du es nicht. Und dann ist es auch ein Polizist. So, ich glaube, wir sind gleich mal da. Okay, noch 37 Meilen. Zieht sich doch ein bisschen länger hin, weil man natürlich noch vorsichtig fahren muss. Einmal hier noch quer durch die Landschaft. Durchs Niemandsland wieder mal. Alter, haben wir viele Autos hinter uns. Naja, was soll's. Können wir nichts ändern. Wieder eine scharfe Linkskurve. Get ready to turn left. Mit ein bisschen Chaos. Ich hoffe. Nee, das sieht gut aus. Die stehen ein bisschen turn weiter left. Hinten. Das sieht gut aus. Und das ist also ein größerer Highway. Mit den Fahrbahnen sollte eigentlich kein Problem sein. Nee. Perfekt. So wie jetzt hier in der linken Spur fahren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht es da vorne links, wie es aussieht. Aber trotzdem irgendwie doof, wenn man mich fragt. Erster Aufenthalt in Hops.
Die Hälfte der Städte haben wir schon mal hier in New Mexico. Sollte hier auch kein Problem sein. Perfekt. Und jetzt gleich hier links aufs Gelände drauf. Schön, dass die schon warten da, obwohl niemand sagt, dass sie warten müssen. Wahrscheinlich sperrt er jetzt gleich die Straße hier ab, schätze ich mal. Yes. Und darauf haben sie eigentlich gewartet. Kann sein, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen zu eng die Kurve genommen habe. Mal schauen. Obwohl, nee, das sieht ja nicht gut aus. Das reicht ja perfekt. Sah schlimmer aus, als ich dachte. Building Supplies. Unbeschadet sind wir hier angekommen. So. Schönes Abschlussbild. Hier werden wir nun also Motor aus und abgeben die Fracht. Größe zählt. Groß in Amerika. Ich denke, mir gefällt's. Level 5 erreicht. Sehr schön. 10.000 haben wir damit gemacht. Ja, okay, bringt eigentlich bloß 1000 mehr wegen der hochwertigen Fracht und Erfahrungsbonus Level 4. Ja, okay, die Basis meiner Vergütung ist einfach sehr hoch. Sehr schön. Dann können wir wieder was Neues leveln. Ich glaube, ich würde einfach nochmal die hochwertige Fracht erhöhen. 15% höhere Vergütung. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Hat doch perfekt geklappt. Unsere erste Oversize-Ladung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.